Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin im Auto unterwegs, habe den Anhänger dran und nutze den Schutz der Dunkelheit aus, um mir neues Spielzeug zu holen. Und was das ist, das seht ihr gleich. So, da bin ich. Einen Tag später als gestern Abend abgeholt. Und zwar ist das eine Herkules Typ 220 von Baujahr 59. Wurde mal restauriert. Hier sieht man, dass die wurde lackiert, aber von der Bleche her war die eigentlich wohl so, wie es aussieht, recht gut. Ob das hier original ist, weiß ich jetzt nicht. Ich meine, die haben da eigentlich so ein rundes Emblem. Ja, hier werde ich mir nochmal in Chrom holen. Das wurde schwarz lackiert, weil da wahrscheinlich das Chrom so schlecht war. Ja, ansonsten sieht das Moped ganz gut aus. Funktioniert auch, läuft. Haben hier diesen Lenkerhalter, der ist hier ein bisschen gerissen, da habe ich mir schon neu bestellt. Ich glaube nicht, dass das die originalen Halter sind. Da gibt es, glaube ich, so Alubügel oder so einen Guss. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Und hier auch, ob das bei dem Baujahr die Schaltung, ob die original war, würde mich auch mal interessieren. Ich meine nicht, der hat, glaube ich, dieses hier aus Alu dann und nicht aus Kunststoff. Oder schwarz zumindest nicht. Ob das ist sogar Alu, aber ist. Ich meine, der hat das diese Scheibe, wo die Zahlen drin sind von 1 bis 3. Ich glaube, der hat das dann in Alu oder sowas. Keine Ahnung. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Hier ist auch irgendwie ein anderer Brems- oder Kupplungshebel. Ich denke mal, das hier ist original. Der hier aber wahrscheinlich nicht. Ja, ansonsten sieht die eigentlich ganz gut aus, wie gesagt. Ölt ein bisschen. Hier, ich denke mal, die wurde immer mit 1 zu 25 gefahren. Also vielleicht einen Tacken zu fettig. Ich habe jetzt auf 1 zu 50 mit modernerem Öl. Sollte das eigentlich auch funktionieren. Bremse muss ich instand setzen, die funktioniert nicht. Hinten habe ich mir neue Trommeln bestellt. Kann ich euch mal verlinken. In die Videobeschreibung gibt es irgendwie komischerweise alles bei Amazon. Finde ich total cool. Ja, ansonsten, falls noch irgendeiner irgendwelche Infos mal zu dem Moped hat, könnt ihr mir das gerne mal in die Kommentare schreiben. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren, wie sowas eigentlich original auszusehen hatte. Ich glaube auch, dass die eigentlich so eine Zweifarben-Sitzbank hatte. Hier irgendwie dieser Rand war immer weiß und da oben rot, bin ich mir aber nicht tausendprozentig sicher. Ja, ansonsten werde ich damit, glaube ich, viel Spaß haben. Soweit läuft die ganz gut. Ich kann die mal anmachen. So, naja, das war's auch von dem Video. Wie gesagt, wenn einer irgendwelche Informationen noch zu so einem Moped hat, schreibt gerne mal in die Kommentare. Bis bald.